Ja, ich finde, Leipzig war uns heute schon in allen Belangen überlegen. Wir sind von Anfang an gar nicht gut ins Spiel reingekommen, von Anfang an Rückstand hinterhergelaufen. Ja, haben eigentlich, muss man sagen, die ganze Saison es sehr, sehr gut geschafft, auch Ausfälle zu kompensieren, auch wichtige Ausfälle zu kompensieren. Ich glaube, heute ist es uns überhaupt nicht gut gelungen. Und ja, ist vielleicht auch normal, dass mal so ein Spiel passiert. Ja, trotz alledem ist jetzt nicht alles schlecht. Ich finde, wir sind heute. Haben heute mehrfach trotzdem noch die Chance, noch mal ins Spiel reinzukommen, verwerfen dann aber gegen einen überragenden Severas im Tor bei Leipzig. Ja, das war so ein bisschen die Geschichte des Spiels, dass wir zu viel haben liegen lassen und ein bisschen zu viel die Abstimmung in der Deckung gefehlt hat. Ja, dass wir einfach ein bisschen besser auf die einzelnen Dinge ja, reagieren, die Leipzig gespielt hat in der ersten Halbzeit. Wir standen zu viel hinter dem Kreisläufer, haben zu viele Probleme gehabt mit 1-gegen-1-Situationen von Klima, wenn er über die Mitte kam. Das waren so zwei Sachen, die wir besser machen wollten. Haben auch uns gesagt, dass wir Tor für Tor wieder rankommen können. Die ja, Chance kam dann leider nicht so schnell, wie wir es gehofft haben. Da mussten wir erstmal noch ein Weilchen weiter weg sein. Und dann, finde ich, waren wir ein bisschen besser eigentlich im Spiel, sind Tor für Tor rangekommen, aber es hat dann eben das entscheidende Tor gefehlt, um vielleicht dann doch nochmal zurück ins Spiel zu kommen. Da sind wir, glaube ich, heute erstmal ja, frustriert und traurig, dass wir heute nicht unsere Leistung auf die Platte gebracht haben. Wir werden aber jetzt trotzdem nicht alles schlecht machen, was in den letzten Dreivierteljahr sehr, sehr gut war. Wir werden am Sonntag uns wieder treffen und dann aufstehen, eine gute Woche im Training haben und dann hoffentlich eine bessere Leistung aufs Spielfeld geben.